Ihr benötigt für euren Mac die Seriennummer und wisst nicht, wie ihr rankommt? Nach dem Video wisst ihr es. Hallo, mein Name ist René Steljes und ich bin Gründer vom ERS IT Service. Für mich als IT-Dienstleister ist es öfters mal ganz, ganz wichtig zu wissen, was für ein Mac kommt eigentlich bei uns in die Werkstatt, damit ich die richtigen Teile bestellen kann. Doch in meiner Praxis erfahre ich es immer wieder, dass meine Kunden gar nicht wissen, wie kommen die an die Seriennummer dran. Nach diesem Video weißt auch du, wie du ganz einfach im macOS die Seriennummer auslesen kannst. Dafür setzen wir uns jetzt erstmal an unseren Mac. Um bei einem Mac die Seriennummer herauszufinden, muss man nicht viel tun. Hierfür reicht es, wenn der Rechner gestartet ist und man oben in das Apple-Menü auf den Apfel klickt und dann den Punkt über diesen Mac raussucht. Dort werden dann alle wichtigen Informationen angezeigt, unter anderem auch die Seriennummer. Mithilfe dieser Seriennummer wäre ich dann in der Lage herauszufinden, was genau für eine Hardware bei euch steht und kann dementsprechend meine Reparaturvorbereitung treffen, ohne was ich Angst haben muss, was mich irgendeine Hardware überrascht, mit der ich jetzt nicht gerechnet habe, was ich irgendein Modell erwische, wo die Teile doch anders gebaut sind. Und somit ist das eine echte Arbeitserleichterung, wenn ich diese Seriennummer habe. Und ich gehe mal davon aus, anderen Mac-Technikern wird das genauso gehen. Diese Seriennummer ist auch noch ganz praktisch dafür, wenn man mal den Wert für den Rechner ermitteln möchte. Dann hat man so auch die genauen Angaben und kann auch dementsprechend dann im Internet schauen, was ist mein Rechner eigentlich noch wert. Manchmal trennen einen nur 3-4 Mausklicks zur Seriennummer. Und so ist es für jeden ganz schnell machbar, mir die Seriennummer zu nennen. Was mich interessieren würde: Kennt ihr noch andere Wege, an die Seriennummer ranzukommen? Oder guckt ihr immer, ob ihr auf dem Gerät die Seriennummer findet? Oder habt ihr irgendeine Software, die das noch wesentlich effizienter kann, wie das macOS von Haus aus? Dann schreibt es doch in den Kommentaren. Und wenn euch das Video weitergeholfen hat, dann lasst doch mal bitte einen Daumen nach oben da. Würde mich freuen. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, freue ich mich auch über jedes Abo. Der Vorteil für euch ist ganz einfach: Ihr verpasst keine Tipps mehr von mir und seid somit immer auf dem neuesten Stand.